In diesem Video zeige ich dir, warum du Cola in deinen Abfluss kippen solltest und was das Ganze dir bringt. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an. Denn wahrscheinlich kennst du es auch, dass der Abfluss irgendwann anfängt zu stinken, vor allen Dingen der in der Küche. Und um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen, kannst du Cola benutzen. Wie genau und was das Ganze überhaupt bringt bzw. warum es funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Denn in Cola ist Phosphorsäure enthalten. Diese ätzt Ablagerung in deinem Abflussrohr weg. Dadurch schaffen wir es, dass die üblen Gerüche hier entfernt werden und danach eben nicht mehr stinken. Im besten Fall nimmst du dafür natürlich bereits abgelaufene Cola, so wie ich hier, die du sowieso nicht mehr trinken kannst. Wenn du diese also in den Abfluss kippst und es richtig anwendest, kannst du dadurch noch einen positiven Effekt für deinen Abfluss erzielen. Denn dafür musst du jetzt Cola in den Abfluss kippen und solltest danach nicht mit Wasser nachspülen, sondern das Ganze richtig schön einwirken lassen. Am besten kippst du es abends in den Abfluss und lässt es dann über Nacht komplett einwirken. So kann die Phosphorsäure hier ihre Arbeit verrichten und wir haben danach wieder ein richtig schön freies Abflussrohr. Das Ganze funktioniert wie gesagt aufgrund der enthaltenen Phosphorsäure, die hier aber natürlich nur in geringen Mengen vorhanden ist. Wir wollen die Cola ja auch noch trinken. Deshalb solltest du es auch unbedingt über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen kannst du dann mit schön heißem Wasser nachspülen, damit hier die restliche Cola dann auch aus dem Abfluss verschwindet. Und danach solltest du dann auch schon merken, dass dein Abfluss jetzt nicht mehr so übel riecht und alles nur dank etwas abgelaufener Cola, die du wahrscheinlich sowieso nicht mehr getrunken hättest. Probiere diesen Trick daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du Zahnpasta in deiner Pfanne verteilen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.